vom Challenge-Projekt auf dem Zweisternhof mit dem Mikado Place XD. Hallo. Bisschen lauter bitte. Hallo. Und dem Dark Risex und dem Tiger Farm als LU. Hallo. Und der Varuna. Moin. Tiger Farm. Nein. Was macht ihr da drüben für Spielchen? Mach nichts. So, wir starten. Ja. Oh, wer ist denn das bitte? Mikado. Ich nicht. Ich höre alles, was ich sage, doppelt. Ich müsste gerade erschließen, es tut mir leid, dann lässt es mir die Hütte auf. Gut, wir starten. LU müssen wir zuteilen, auch wenn die da drüben gerade ein Wettrennen veranstalten. und dann kommen wir heute, glaube ich, ordentlich voran. Ich warte. Drück! So, ich würde gleich mal hier bleiben beim LU und da. Ach so, warte mal. Ach. Ja, doch. Ist ja da drüben. Ich ziehe mich mal Mikado und mach dem LU Aufträge. Ja. Warum geht das nicht? Ach, jetzt. So, liebes LU. Ja. Ich hätte gern jemand, der meinen Drescher an Hof bringt und den Anhänger an Hof bringt, der hinten beim Drescher steht. Mit eigenem Traktor, bitte. 2-6. Erledigt. Wo ist denn dein Hof? Das gucken Sie bitte auf der Karte nach. Ganz oben. Okay. Und der Drescher, der hier am Feld 7 steht. Gut. Und dann bitte die Ballenpresse vom Shop holen und damit an meinem Hof ringsrum alles Gras zu Ballen pressen. Ist soweit verstanden. Gut, danke. Gehen Sie runter und ziehen Sie bitte Mikado. Das wäre nett, danke. So, da haben wir einige Aufträge schon mal losgekriegt. Ich denke, das wird heute ziemlich erfolgreich. Gucken wir mal, was dabei rumkommt. Ich fahre jetzt das Stroh hier noch ab. Ich glaube, auf der 1 muss ich auch noch Stroh abfahren. Ich glaube, da liegt auch noch welches rum. Und vielleicht hole ich auch den... Nee, warte. Nee, ich lasse den Ballenwickler holen. Das wird schon passen. Ja, ich gehe lieber Stroh abfahren. Fährt er denn hin? Der fährt so umständlich. Hätte auch den kurzen Weg nehmen können. So, WB. Ich hoffe mal, jetzt passt es mit dem Sound bei dir besser. Ich hab das jetzt mal, sprich nochmal. Ich will mal hören, ob du dich jetzt wieder verbindest. Ich höre gar nichts. Ich höre dich wie eine Mickey Maus. Echt? Es war gerade so, ja. Bisschen seltsam und jetzt höre ich mich wieder doppelt. Also das ist Katastrophe. Sag mal was. Test 1, 2. Ja. Okay, warte. Scheiße, ich fahr mein Feld kaputt. Soll ich mich ein bisschen lauter stellen oder passt das so? Nee, das hat ja mit dir nichts zu tun. Ich höre. Ja, ich wollte nur fragen. Test 1, 2. Jetzt passt's. Du bist in Ordnung. Okay. Ich hoffe, ich habe jetzt erstmal die nächste Stunde Ruhe. Die nächste was? Die nächste Stunde. Okay, nee, ich höre mich wieder.
Du brauchst mal eine gescheite Einstellung, also entweder. Nein, nein, ich brauche mal einen geschützten PC. Das kann nicht am PC liegen. Doch, das liegt wirklich am PC. Weil ich höre das ja. Was sind so ein Piepgeräusch, oder? Ich höre ein Rauschen, ich höre mich selber, ich höre alles. Rauschen, sowas. Das Rauschen, das liegt zu 100% an dem PC. Dann musst du mal Und gucken, ob eigentlich dein doch Kabel nicht. vielleicht stört. Weil guck mal, die Provence Map, die haben wir ja immer auf meinem Laptop aufgenommen. Ja, das ist Ja, das hat richtig. super funktioniert, oder? Ja, ich glaube. Ja, und da habe ich genau dasselbe Headset benutzt. Okay. Also kannst du nicht Dann anders. liegt es vielleicht an der Abschirmung von dem Kabel, dass es nicht richtig abgeschirmt wird. Ich hab keinen Plan. Komisch. Manchmal höre ich hier keinen Sound in Erlöffnung. Du hast, ich habe dir was geschrieben. Hast du das gesehen? Wo? Auf Discord? Nein. Hat das jetzt eine Wichtigkeit für die Folge heute? Ja, eigentlich sogar eine Richtigkeit, aber ich habe es dann später doch überlegt und dann habe ich es doch gelassen, dann habe ich das gelöscht. Also gut, dass ich es nicht gesehen habe. Ich finde es nur so schlimm, wenn man am anderen Grundstück, also in Real Life jetzt, ich fahre da immer mit dem Fahrrad hin. Da geht es ja immer bergunter dann zu unserem Grundstück, aber ich muss ja den Weg dann auch wieder zurückfahren. Das ist meistens so, dass wenn es irgendwo bergab geht, man danach wieder bergauf muss. Ja, aber ich hasse bergauf. Und vor allem habe ich ja dieses Herzproblem, das ist noch schlimmer. Was hast du? Ich habe ja dieses Herzproblem. Dabei ist es noch schlimmer. Ach so, ja, das ist dann nicht so ganz vorteilhaft. Alter, rammt mich das Auto hier weg. Ja, ne, die KI ist voll stark. Die hat voll die Sämaschine rumgelassen. Ja. So, ich guck mal, ich müsste hier irgendwo noch eine Sämaschine haben, gell? Warum? 200. Ich will. Warum funktioniert das? Warte. Wessex wollte was von dir. Hallo. Ich habe den Hänger und den Mähdrescher hochgebracht. Und übrigens, der Mähdrescher hat den Tank fast leer. Ja, okay, danke für die Info. Den anderen Auftrag haben sie jetzt schon begonnen. Mach jetzt. Okay. Also die Rundballenpresse steht am Shop. Bei Ihnen? Am Shop. Wir haben doch eine. Nein, bitte mit meiner Presse pressen. Warum? Weil ich extra eine Presse gekauft habe. Ich habe die nicht umsonst gekauft. Ach, gekauft, ja gut. Wir können trotzdem unsere nutzen. Oh, ich habe ja da noch einen. Oh. Da wird sich Mikado aber freuen. Welches Feld nochmal? Um meinen Hof herum. Okay. Okay. Gut, war's das? Ja. Hast du das, ganz kurz, hast du das Hofpack noch? Dass das Wessex Cross schicken kannst? Selben, meine ich. Das hat er per Privatnachricht schon gekriegt. Ach, stimmt. Oh. Gut. Ja, Bis gut. später. Bis später. So. Herr Mikado, Sie werden sich heute freuen. Also. Ich habe ganze. Ups, falsche Taste. Du hast ganze falsche Tasten, Ich oh habe Gott. ganze, warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Paletten entfernt vom Shop. Oh. Ja. Oh. Wird sie freuen, oder? Ja, das würde mich sehr freuen. So. Nur ich glaube, ich werde diese Folge nicht zum Shop fahren. Also. Nicht was? Nicht zum Shop fahren. Ist Ich glaube, ich egal. werde da gar nicht sein. Sag mal, haben die irgendwie gerade der Wechsel irgendwie gezogen haben. Nee, nee, sie wollten was von mir, das passt schon. Ja, aber sie hatten am Anfang erst mich hochgezogen. Ach, das habe ich gar nicht mitgekriegt. 5000 geht da rein. Da hast du nämlich geredet. Da auf einmal hat RaceX irgendwas geredet. Na, auf einmal wurde ich wieder rausgezogen. Ja, okay.
Es ging um meinen Auftrag, meine Disposition. Oh, dein Traktor hin. Hört man den immer noch? Leicht. Warte. Das ist unglaublich. SLU möchte was von ihm. Ups. Hat ich verfolgt? Nee. Der SLU denkt natürlich, es sei schneller wie ich, aber da haben sie sich geschnitten. Grob. Ja, bitte. Ja, bitte. Ich hab dich gefragt, ob die gestapelt sind. Ah, da hast du schon geschrieben. Okay. Ja. Gut, dann. Heute gut, dann war's das. Tschüss. Bisschen verpeilt. So ein bisschen unter Strom steht er, glaube ich. Ich stehe auch irgendwie ein bisschen. Und vor allem hier in 19, da muss ich jetzt mal wieder Geld verdienen. Ich habe nur 5000. Das passt doch. Brauchen sie nicht mehr, oder? Wie passt das, ja. Das für mich nicht. Ja, zu viel Geld ist ja auch nicht gut. Dadurch hat man viel zu viele Ausgaben, weißt du? Dann muss man sie wieder ausgeben, damit man nicht so viel hat. Also sowas wie ungefähr. Woher haben Sie denn so wenig Geld? Ich musste mir letztes Mal was kaufen. Sie haben Geld ausgegeben? Ja. So ein bisschen was. Boah. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das ist. Alter, bringt das nicht. Ich war schneller. Silage? Nee, was anderes. Ups, das so. So. Dann ach, können wir hier mal wieder stoppen. Ich wollte gerade sagen, die Folge gucken hilft, aber ich mache noch keine Folgen. Klopf, noch einmal, wohin, die Ball? Ja, bitte einfach, irgendwo zu den, Silageballen oder zu den anderen Strohballen, die ich da hingekommen habe. Also, bei Ihrem Hof, oder was? Ja, ja. Können Sie dann entscheiden. Irgendwo einlagern. Sie können sie ja, auch ja. Bei mir an den Hof stellen, ich verkaufe sie dann. Nee, nee, da bitte nicht, das, dann kriegen Sie keinen Lohn. Okay, gut, dann... Ich hasse es. Ich hasse es. Ich will einfach nicht verkaufen. Verkaufst die Kacke jetzt? Was für ein Ding? Ja, ich will dir nicht verkaufen. Hä, was habe ich verkauft? Nein, ich verkaufe gerade. Aber es will die Sache einfach nicht verkaufen. Ja, würde ich auch nicht wollen bei dir. Also von dir. Vielen Dank. Ich dachte, sie hören mittlerweile mal auf mit dem. Womit? Atmen? Atmen wäre schlecht, wenn ich aufhöre. Das meine ich auch nicht. So fies bin ich mir nicht dann. So fies nicht. Nee, nee. Da seien sie doch gut. Nur halb so fies. Ja. Da seien sie doch froh, dass ich nicht so fies. Sagen sie alle und dann machen sie einen Leichenschmaus. Boah, das war jetzt böse. Ich würde aufpassen. Hm? Ich würde aufpassen. Ich würde dieses Projekt sehr schnell enden. Ich lebe noch eine Weile. Das so. Meine ich auch gar nicht. Wie bin ich ja nicht. Gut. Das freut mich natürlich. Na, das ist ja endlich mal schön, dass die irgendwas, was ich sage, freut. Och man, ey, diese... Und jetzt komme ich hier hinten nicht lang. Ups, habe ich gerade gelacht. Sie lachen immer, wenn mir etwas passiert, was ihnen weiterhilft. Tut mir leid. Kappa. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ihnen das wirklich leid. Sag dir doch, Kappa. Achso, ja, ich habe das nicht gehört, weil mir schon wieder gelacht.
Jetzt komm schon, bitte nimm das noch ab, sonst hänge ich hier die ganze Folge noch damit rum hier. Ich höre Probleme bei Ihnen, das ist aber schade. Ja, aber wirklich, das ist wirklich doof. Weißt du, vor allem, es wird einfach angezeigt, als wäre diese Palette überhaupt nicht da, aber... Ja, schon wieder Lade. Da. Will einfach nicht verkauft werden. Will nicht. Vielleicht mal vom Anhänger schubsen. Ja, vom Anhänger schubsen, ja, wie denn? Ja, Gas geben und gucken, dass er runterfällt. Schön, aber die hängt da wirklich fest, richtig. Obwohl, warte. Vorwärts fahren, bremsen, dann rutscht sie nach vorne, rückwärts fahren, bremsen, rutscht sie nach hinten. Nach vorne, nee, andersrum, glaube ich. Nee, ich fahre jetzt einfach voll, kann gegen den Anhänger, der Anhänger... Hier, ich hab immer genug. Guck dir das an! Ja, Alter, jetzt! Ha! Oh, endlich, ey. So, jetzt kann der Wagen auch wieder weg hier, ey. Oh Gott, ey. Hoffe ich mal, dass ich noch schnell genug oben bin, dass ich in der nächsten Folge das Stroh weiter einsammeln kann. Oh. Ja. Ich hab keinen Gas mehr. Ja. Das ist ein E-Truck. Immer noch. So, ich habe gehört, die Folge ist zu Ende. Ja. Guten Tag. Siehst du, ich habe jetzt diese eine Palette, habe ich so lange rumgestritten, bis Folgenende. Gute Palette. Kriegt nachher ein Gutzi. Nein, die Palette. So, dann würden wir die Abrechnung verteilen. Jawohl. Ja. Haben wir schon für den, oder haben Sie schon für den Transport bezahlt? Mikado, haben Sie schon bezahlt? Nein, ich meine, Varuna. Wann soll ich denn bezahlen? Am Anfang der Folge. Nein. Nein? Schlauer Zette hilft immer, ne? Also, es sind 800. Für Sie, Herr Varuna? Ja, doch, 800. Und für Mikado 200. Der Rest geht als Trinkgeld an Risex. Danke. Danke. Aber bitte auch den Kleinkruscht an Gras aufsammeln. Nicht nur die Schwarte, weil das... Nur da hinten am Rand, da komme ich nicht dran. Ja, yeah, wenn es am Rand ist, ist kein Problem. Weil das LU hat teilweise vergessen zu schwarten, deshalb muss man da leider ein paar Mal drüber fahren. Gut, das soll es aber gewesen sein von der Folge. Das LU äußert sich nicht dazu. Kein Kommentar. Wenn es euch gefallen hat, schaut gerne morgen wieder rein um 14 Uhr. Da kommt die nächste Folge von der Challenge auf dem Zweisternhof. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss.